Willkommen zum Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Heute geht es um die Frage, wie schnell geht Transport ohne Strömung? Das Thema lautet also Diffusion. Was ist Diffusion? Diffusion ist konduktiver Stofftransport. Es gibt zwei prinzipiell unterschiedliche Arten des Transports. Der Transport durch Strömung, man nennt dies Konvektion, und der Transport ohne Strömung. Das ist die Konduktion. Transport ohne Strömung, wie kann so etwas passieren? Dieses Bild soll das Phänomen erläutern. Auf der linken Seite befindet sich ein Behälter mit Wasserstoff, rot gezeichnet. Auf der rechten Seite ein Behälter mit Helium, blau gezeichnet. Zwei Gasbehälter. Wenn wir beide Behälter verbinden, dann durchmischen sich die Gase freiwillig, ohne äußere Strömung. Ursache für diese freiwillige Durchmischung ist die Diffusion. Voraussetzung für jede Diffusion ist ein Konzentrationsgefälle, ein Konzentrationsgradient. Nehmen wir die Situation bei der Zubereitung von Tee. Auf der linken Seite zunächst reines Wasser, auf der rechten Seite den gerade eingetauchten Teebeutel. Wir haben einen Konzentrationsgradienten der Teeinhaltsstoffe. Diese Inhaltsstoffe werden vom Teebeutel freiwillig nach links in das Wasser transportiert werden durch Diffusion. Das Konzentrationsprofil sieht so aus. Auf der einen Seite im Wasser niedrige Konzentration, auf der anderen Seite im Teebeutel eine hohe Konzentration. Dazwischen ein Konzentrationsgradient, dieser ist hier linear gezeichnet. Das Profil kann aber auch gekrümmt sein. Hier gilt die einfache Transportgleichung der Konduktion. Je steiler der Gradient, desto schneller der Transport. Der Gradient wird beschrieben durch dc nach dx, wenn wir die Betrachtung auf eine Dimension beschränken, Konzentrationsänderung pro Ortskoordinate. Die Geschwindigkeit des Transports wird beschrieben durch die Flussdichte, in diesem Fall die Stoffmengenflussdichte. Wie viel Stoffmenge fließt pro Zeit durch eine Fläche? Flussdichte und Gradient sind proportional, der Proportionalitätsfaktor heißt D, Diffusionskonstante. Aufgrund einer mathematischen Konvention wird noch ein negatives Vorzeichen benötigt. Der Transport verläuft in Richtung negativer Steigung, also entlang des Gefälles. Dies ist das erste Fick'sche Gesetz der Diffusion. In Worten, die Geschwindigkeit der Diffusion ist proportional dem Gradienten der Konzentration. In unserem Beispiel haben wir stationäre Diffusion skizziert. Der Gradient, die Steigung dc nach dx, ist überall gleich groß. Das bedeutet, auch die Stoffmenge fließt überall mit gleicher Geschwindigkeit. Das bedeutet, dass sich der Gradient nicht ändert. Stationär heißt keine zeitliche Änderung. Wir betrachten den Diffusionskoeffizienten D, der ein Maß dafür ist, wie schnell die Diffusion bei gegebenem Gradienten abläuft. D hängt ab von der Spezies, die diffundiert, und von der Matrix, in der diese Spezies diffundiert. In flüssiger Phase, in Wasser beispielsweise, ist die Diffusion relativ langsam, wie man an der Größenordnung von D sieht, 10 hoch minus 9 Quadratmeter pro Sekunde. Deutlich schneller verläuft die Diffusion in Gasen, wohlgemerkt in ruhenden Gasen. Wir sprechen hier ausschließlich über den Transport ohne Strömung, also in ruhendem Medium. Wasserstoff in Methan diffundiert etwa 10.000 Mal so schnell wie Ethanol in flüssigem Wasser. Interessanterweise können wir die Diffusionskoeffizienten von Gasen berechnen, zumindest abschätzen, aus der kinetischen Gastheorie, aus der mittleren Geschwindigkeit V quer und der mittleren freien Weglänge Lambda quer. Je schneller ein Gasteilchen ist,
Und je weniger es mit anderen Gasteilchen zusammenstößt, desto schneller verläuft die Diffusion. Wir können also voraussagen, dass Kohlendioxid, ein langsameres und sperrigeres Teilchen als Wasserstoff, langsamer diffundieren wird. In der Tat ist der Diffusionskoeffizient von CO2 um den Faktor 5 kleiner als der von Wasserstoff. Die Fortbewegung durch Diffusion, die durch die Fick'schen Gesetze beschrieben wird, lässt sich erklären durch das Modell der Zufallsbewegung, das Random Walk. Diesen Zusammenhang haben Anfang des 20. Jahrhunderts Einstein und Smoluchowski hergestellt. Sie haben die Zufallsbewegung eines Teilchens durch eine Matrix mathematisch-statistisch beschrieben und kamen zu der nach ihnen benannten Gleichung. Die Gleichung ist relativ einfach. Auf der einen Seite steht das Quadrat der mittleren Verschiebung, x² quer, die Strecke, die ein Teilchen durch Diffusion nach der Zeit t im Mittel zurücklegt. Auf der anderen Seite steht die Zeit und die Diffusionskonstante d. Durch die Quadrierung der linken Seite betrachten wir praktisch nur Beträge der Verschiebung. Da die Verschiebung isotrop verläuft, würde sich die Größe x quer zu 0 ausdrücken. Ja, wie weit diffundieren Zuckermoleküle in t? Die Rechnung zeigt, dass nach einer Sekunde die Teilchen durch Diffusion erst etwa 100 Mikrometer vom Ausgangspunkt entfernt sind. Und wir müssen sehr, sehr lange warten, bis sich die Teilchen einen Zentimeter vom Ausgangspunkt entfernt haben, etwa 10.000 Sekunden, also mehrere Stunden. Die Diffusion ist für makroskopische Systeme ein sehr langsamer Prozess. Im Allgemeinen zu langsam für eine effiziente Durchmischung. Die Situation sieht für mikroskopische Systeme anders aus. In einer nur wenige Mikrometer großen Zelle verläuft die Durchmischung mit Diffusion innerhalb von Millisekunden. In einer Teetasse hingegen dauert die Durchmischung bei reiner Diffusion Stunden. Für eine effiziente Durchmischung benötigen wir in makroskopischen Systemen Konvektion, also Strömung. Deshalb besitzen makroskopische Organismen zum konvektiven Transport ein Strömungssystem. Für dieses Konzentrationsprofil können wir mit dem ersten Fick'schen Gesetz die Diffusion berechnen. Rechts ist die Konzentration hoch, links ist sie niedrig, nämlich 0. Dazwischen ein fast linearer Konzentrationsanstieg. In der Mitte bei etwa x gleich 6 cm verläuft die Diffusion am schnellsten, denn dort ist die Steigung am größten. Stoffmengenflussdichte proportional Steigung. Wir könnten jetzt die Steigung aus der Abbildung ablesen und wenn wir d gegeben haben, die Flussdichte berechnen. An der Stelle x gleich 6 beträgt der Massenkonzentrationsgradient 2 Milligramm durch Zentimeter hoch 4. Wenn wir eine Diffusionskonstante von 5 mal 10 hoch minus 7 cm Quadrat pro Sekunde annehmen, erhalten wir eine Massenflussdichte in der Größenordnung minus 100 Milligramm pro Sekunde und Quadratzentimeter. Oder umgekehrt, wenn wir die Stoffmengenflussdichte kennen, haben wir eine Möglichkeit, d zu berechnen. Wir haben hier ein Beispiel nicht stationärer Diffusion. Die Steigung ist zwar in der Mitte konstant, flacht aber dann nach außen hin ab. Mit der Zeit wird sich das Konzentrationsprofil also ändern. Und dies wird durch das zweite Fick'sche Gesetz quantitativ beschrieben. Die Krümmung des Konzentrationsprofils bestimmt die zeitliche Änderung des Profils. Es gilt, die Änderung der Konzentration, dc nach dt, ist proportional der Krümmung d2c durch dx². An den Stellen maximaler Krümmung, an der Stelle oben rechts und unten links, erwarten wir die größten Änderungen der Konzentration. In der Mitte ist die Krümmung 0, hier wird sich die Konzentration nicht ändern. Ein Konzentrationsgradient provoziert eine Diffusion. Die Geschwindigkeit der Diffusion ist nach dem ersten Fick'schen Gesetz proportional der Steigung des Konzentrationsprofils.
Nach dem zweiten Sick'schen Gesetz ist die Änderung der Konzentration proportional der Krümmung des Konzentrationsprofils. Mit diesen Gleichungen können wir aus einem Anfangsprofil nachfolgende Profile berechnen. Ein steiles Konzentrationsprofil, wie hier zum Beispiel, wird sich im Laufe der Zeit immer mehr abflachen. Bei horizontalem Konzentrationsprofil kommt die Diffusion schließlich zum Erliegen. Bei einer sogenannten ebenen Quelle haben wir zunächst eine Art Konzentrationspeak. Auch dieses Profil wird sich nach den Fick'schen Gesetzen mit der Zeit verändern. Wir fassen zusammen. Diffusion bedeutet Stofftransport ohne Strömung. Ein Konzentrationsgradient ist erforderlich. Die Geschwindigkeit der Diffusion ist proportional der Steigung, erstes Fick'sches Gesetz. Die Änderung der Konzentration ist proportional der Krümmung, zweites Fick'sches Gesetz. Mikroskopisch wird die Diffusion durch das Modell des Random Walk erklärt, Einsteins Molokowski-Gleichung. Das Quadrat der mittleren Verschiebung wird quantifiziert im Diffusionskoeffizienten d. Der Diffusionskoeffizient von Gasen kann aus der kinetischen Gastheorie abgeschätzt werden. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.